Hier wachsen frische Granatäpfel. Haben alle einen antiken Städtenamen der Türkei. Mhm. Vielleicht ist es schon euch aufgefallen. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel Millet, das ist auch eine antike Stadt in der Nähe von Izmir, auch nicht weit von hier, ungefähr 150 Kilometer. Selçuk ist bei auch bei Ephesus ganz in der Nähe. Wir haben hier gerade in Ephesus gehabt, die antike Stadt. Oder Bergama, Kasch, das sind alles antike Städte in der Türkei. Und wir haben dann halt in jedem Villenbereich ein großes Poster gemacht von der antiken Stadt, damit die Gäste auch wissen, wo sie wohnen und was das ist. So, bitteschön.